Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Contract Wars. Diesmal mit einem etwas längeren Ergebnis von der Vorrunde. Man sieht, jetzt war ich allerdings Erster. Allerdings die nächste Runde wird nicht ganz so gut, denn ich spiele mit einer Waffe und das ist eine Sniper. Die heißt DTSR. S, glaube ich, ja, doch, sieht so aus. Und es ist halt ganz einfach so, Scharfschützengewehre in diesem Spiel sind so gut wie unspielbar. Also wenn man damit spielen kann, dann ist das schon ziemlich gut. Meine KD war zwar positiv, aber trotzdem noch ziemlich schlecht. Also ich glaube 1,25 oder so. Und Kills waren halt auch gerade mal 25 oder so in der Art. Ich habe in der Vorrunde versucht zu snipen. Hier sieht man jetzt, dass ich das echt als Sturmgewehr quasi benutzt habe. Denn anders kann man damit quasi gar nicht spielen. Das ist nämlich so eine komplizierte Waffe. Ungenau auf Distanz, selbst wenn man durchs Fernrohr guckt. Und naja, also halt, man hat das Fahnenkreuz, der Schuss geht trotzdem links oder rechts daran vorbei, obwohl man sich nicht mal bewegt. Und das ist halt ein bisschen blöd für ein Scharfschützengewehr. Deswegen habe ich es versucht, im Nahkampf als Sturmgewehr zu benutzen. Und es hat auch einigermaßen geklappt. Wie schon gesagt, KD nicht ganz so gut, Kills nicht ganz so gut, aber trotzdem ein einigermaßen gutes Gameplay. Und deswegen, ja, viel Spaß noch weiterhin beim Spiel.